freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Ich bin Frau Klose, betreibe hier das Café und habe mit der Reta diese Ausstellung hier gemacht. Und ja, wir sind auf die Idee gekommen, eigentlich gibt es da so viele offene Fragen und so viel Gesprächsbedarf, dass wir das gerne mal mit Ihnen diskutieren möchten. Die Dörfer sollen gerettet werden, die Region neu belebt und kulturell gestärkt werden. Wie kann dies geschehen und geht es um Bestandserhaltung oder um Wachstum und Veränderung und was kann Künstler leisten? Wir alle sind Menschen, die in Stadt und Land leben und arbeiten und mit Kunst aktiv und passiv zu tun haben. Wir wollen heute auf die Frage, ist Kunst im öffentlichen Raum eine neue Landkultur? Einige Antworten suchen und finden, hoffe ich. In vorbereitenden Gesprächen mit Frau Reinl haben wir schon die Vielschichtigkeit dieses Themas gespürt. Besonders in Hinsicht auf die Erfahrung von Frau Reinl mit dem Wind, mit der Projektentwicklung für das 7. Windkunstfestival. Dass Künstler und Künstlerinnen aus 24 Ländern, Bewerbungen aus 30 vielleicht, ja, teilnehmen. Unter einem Thema zusammengeführt hat und so weit über die Region hinausreicht und doch in der Region stattfindet und mit der Region arbeitet. Wir haben wahrgenommen, dass die Welt, ich möchte den Begriff Globalisierung vermeiden, im kleinsten Dorf angekommen ist. Die Bezüge zwischen Kunst, Künstlern, den ortsansässigen Menschen, den Besuchern der Gemeinde möchten wir uns mit ihnen ansehen. Wir möchten der Frage nachgehen, welche Rolle Kunst hier spielen kann und welche Perspektiven sie eröffnet. Die Kunst ist da, sie wird von den Künstlern in die Region getragen. Künstler und Künstlerinnen, die hier leben und arbeiten und auch hier Kunstprojekte entwickeln und realisieren. Den optischen Background bietet die dokumentarische Fotoausstellung des Windkunstfestivals. Wir haben einige Fragen vorbereitet, die ein wenig als Gesprächsfragen dienen, aber das heißt nicht, dass wir den Rahmen jederzeit ganz frei sprengen können und dürfen. Wichtiger als die sture Beantwortung ist uns, dass wir ins Gespräch kommen. Für jeden Teilnehmer haben wir dieses Heft, das haben Sie jetzt schon bekommen, im Dorf. Kulturaustausch ist ganz interessant, ich war ganz angetan. Ja. Mit einer ersten Frage möchte ich gerne einsteigen. Wir haben ja eine Liste von Fragen und die müssen wir nicht abarbeiten. Das war ganz gut. Die erste Frage, erinnern Sie sich an ein beeindruckendes Kunsterlebnis? Können wir einladen oder weitergehen oder wie auch immer? Wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen. Die beeindruckenden Kunsterlebnisse sind natürlich immer die auch durch die eigene Jugendzeit zurückgehen, weil man dann meistens nur die ersten leichten Schritte in diese Richtung gemacht hat. Und erstaunlicherweise, und deswegen passt das ganz gut dann auch wieder hier rein, war es ein Konzert des Elternen Sangvereins Oberzwehr, in dem meine Mutter heute immer noch singt, wo ich Chorarbeit, also da war ich 6 oder 7, in der ersten Reihe sitzend, so ganz traditionelle Volksmusik, ja, der Kianchi war es mir heute noch im Ohr, deswegen mitbekommen habe. Und das hat mir später auch im Landkreis ab und zu mal geholfen, dass ich sie wieder kannte. Jedenfalls war das ein Punkt, wo ich festgestellt habe, dass es, und das war später die ganze, bei der Dokumenta, aber bei vielen anderen Dingen, die da noch dazu kamen, genauso, dass der Zugang zu Kultur oder der Zugang zu künstlerischer Kreativität immer einer ist, der sehr viel mit der eigenen Aufnahmefähigkeit, dem eigenen Aufnahmewillen zu tun hat. Wenn man sich offen gegenüber Kultur und kulturellen Dingen zeigt, dann fällt sie einem überall auf und ob sie in der Großstadt, in der Metropole oder auf dem ländlichen Raum, auf dem flachen Land passiert und Qualitätsunterschiede gibt es da meistens gar nicht so große. Okay. Also ein Ereignis, ein Kunstereignis, ein spezielles kann ich jetzt noch nicht mal nennen. Was mich besonders beeindruckt an dem Thema Kunst und Kultur, ist das, was Kunst mit einem, bei einer Veranstaltung in welcher Form auch immer, was Kunst in einem auslöst. Ich habe ein kurzes Beispiel, bei uns im Ort in Lübeck gibt es ja seit Jahren eine Kunstausstellung, die von der Ausrichtung her, von der Atmosphäre, die dort herrscht, eine ganz andere ist als bei den typischen Festen, die man in Orten hat.
Das hat bei vielen Einwohnern auch erstmal ein Stück weit Angst ausgelöst, weil das erstmal was Neues und was ganz anderes war. Nach und nach hat sich dann auch, haben sich die Menschen dann auch dran getraut und haben gesagt, okay, ich gehe mal gucken, wenn es dann tatsächlich im Ort ist, dann muss man es sich ja zumindest auch schon mal anschauen. Und mittlerweile ist das wirklich so der Geheimtipp, wo auch im Ort darüber gesprochen wird. Also diese Berührungsängste, die man mit Kunst hat, wurden dadurch eben sehr schnell gelegt. Und das finde ich eigentlich so diese Stimmung. Wenn man, egal, ob das der Besuch in ein Museum ist, wo es um Malerei geht, ob das Kunstperformance ist, es ist immer irgendwie eine ganz bestimmte oder eine eigenständige Stimmung, die man auch nur bei solchen Events erlebt. Und das finde ich eigentlich besonders beeindruckend bei Kunst. Wenn ich das noch kurz anfügen darf, ich habe selber ein Erlebnis gehabt mit Kunst, wo ich auch erstmal vor einem Kunstwerk stand, das war auch bei den Kunstdingern, da waren Bäume, Kirschbäume, die auf den Kopf gestellt waren, also die Wurzeln nach oben und die Kronen im Prinzip nach unten und ein Ast war so mit einem Z-Schnitt aufgeschnitten und mit einer Schlauchschelle verbunden. Und ich stand auch wirklich davor und habe überlegt, was will man damit sagen? Und habe wirklich versucht, da rein zu interpretieren, dass das vielleicht das Zerbrechliche der Natur mit Metall umschlossen. Und irgendwann kam der Künstler und dann habe ich mich tatsächlich getraut, mal zu fragen, warum eigentlich das ist. Und sagte er, damit es nicht umfällt. Das war für mich. Und ich dachte, nein, vielleicht muss man Kunst auch einfach mal wirken lassen. Also ich musste wirklich selber davon lachen. Vielleicht muss man Kunst einfach wirken lassen. Und seitdem ich dieses Erlebnis hatte, kann ich mit Kunst auch anders tun. Ja, bei mir ist das ganz anders. Ich muss das so sagen, ich bin wahrscheinlich der Älteste hier in dem Haus. Ich bin 57 als Fahrschüler hier vom Fürstenwald nach Kassel-Neujahr zu einer Schweizer Schule gegangen. Habe ich gemacht irgendwann, wie gesagt, 9 Jahre später. Und habe die Entwicklung der Dokumente in dieser ganz frühen Zeit zunächst mal als Kind und dann später so als Jugendlicher miterlebt. Und einige von Ihnen wissen das vielleicht noch, da gab es ja Diskussionen, die heute anders geführt werden über andere Themen, aber damals ging es wirklich um die Frage, ist das Kunst, ist das Schrott oder soll man das bei Hinsch in der Halle aufmachen? Was da so alles war, bis hin zum Erdkilometer, den keiner gesehen hat, und den verrückten Preuß mit den 8000 Basaltsäulen. Lange Rede kurz, das war später ist. Lange Rede kurz, ich bin konfrontiert worden damals, wie gesagt, als jemand, wie du so schön sagst, vom Dorf, ne? Mit dem, was in Kassel damals als sag mal, entstehende Dokumente war, das hat sich ja dann rasant entwickelt. Und als ich dann Abgeordneter wurde und später Landrat, war eben ein Anliegen, neben anderen, kommunale Kunstpolitik als Standortfaktor zu begreifen. Das war in der Zeit, ich sage jetzt mal so 80er Jahre, noch nicht so das Ding. Ich erinnere mich daran, es gab damals Dinge, die es heute hoffentlich noch gibt, Kaufhungerkonzerte zum Beispiel. Also damals Bürgermeister Gerhard Iske hat damals sehr viel gemacht in einer Zeit, wo andere Bürgermeister nur darüber gelächelt haben. Und es gibt noch zwei, drei andere Dinge, die damals auch meinen Vorgänger, das Landrat, der Lee Eiermann, hat machen lassen. Wer zum Tierpark Sabbatburg fährt, sieht ab und zu nochmal die schönen Tierskulpturen, wobei ich jetzt sage, die schönen stehen vorne. Es gibt auch einige, die hätte ich nie dahinstellen lassen, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Und der andere Punkt war dann der, dass wir versucht haben, ich sag mal jetzt abschließend zu dem Bereich, etwas zu tun, Kunst vor Ort anzubieten. Der Rolf Steiner sitzt hinter dir gerade da. Wir haben damals zum Beispiel so eine Idee gehabt, wir machen die Sagenversteine aus riesigen Eichen, Trendula, Saba, Brahma, die wir dann irgendwo an authentischen Orten aufstellen. Die stehen noch, müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen gepflegt werden. Sage ich jetzt mal so, damit sie nicht verwittern. Und der dritte Punkt war dann eben, im Zuge unserer europäischen Kooperationen ein Projekt zu gerieren, das es aber nicht offen noch gibt. European Art Games, das heißt, am Rande der Documenta jeweils Künstlerinnen und Künstler aus unseren europäischen Partnerregionen nach Nordhessen, also im Kreis Kassel zu holen und vor Ort arbeiten zu lassen. Und du warst ja bei Jungen. In wo? Ungarn? In Rumänien. In Rumänien, also bist du es. Ne? Also um kurz zu machen, das waren so ein paar Dinge, die sich entwickelt haben. Einiges läuft nur, anderes weniger. Wenn ich zum Schluss sagen darf, ich würde mir einige Entwicklungen nach wie vor intensiver wünschen, aber sehen vieles, sage ich mal, etwas brutal im Augenblick am Geld. Wir haben früher manchmal einfach mehr Möglichkeiten gehabt, da gab es nur einen Kreisausgleich, dort, da konnte ich als Landrat mal sagen, da gibt es mal ein paar tausend Mark oder später Euro. Die Stiftungen waren anders dotiert, das ist im Augenblick eine ganz, ganz schwierige Situation im Sinne von Handling, einfach finanzpolitisch. Aber das nur. Da kommen wir noch hin. Ja, dann, bitte. Herr Bachmann. Ja, bei mir ist eigentlich das interessanteste Erlebnis noch gar nicht allzu lange her. Ich sage jetzt 3 Jahre lang Bürgermeister sein in Tendelburg, habe zu meiner Schulzeit Richtung Abitur dann immerhin die Kunst bis zum 13. Schuljahr durchgezogen mit einigen Dokumenten, also Dokumente, was alles dazugehörte, das war sicherlich eindrucksvoll.
Aber auch wenn ich mich heute hier in der Runde umgucke, ist der Eindruck auch wieder so, Trendelburg scheint wirklich Glück zu haben, was Kunst angeht. Also wir haben eine recht rührende Kunstszene. Und was da für mich jetzt in der jüngsten Vergangenheit am beeindruckendsten war, das war dieses Stricken, wo dann plötzlich in Deisel, ich gucke mal in die Richtung, in einem Glaskasten alt und jung saß und hat 24 Stunden lang durchgestrickt und hat dann damit jetzt einen Beitrag dafür geleistet, dass diese Kunst auch ganz einfach spürbar wurde, weil man sie überall gesehen hat. Leitplanken an Brücken und so weiter. Das gab es zwar in vielen Orten Deutschlands, diese Aktion, aber mich hat einfach beeindruckt, wie breit verteilt das Potenzial ist. Und auch mit den offenen Ateliers, was wir da in Trendelburg sehen, das ist was, was mich beeindruckt und wo ich auch sage, diese Sachen müssen wir unterstützen. Deswegen haben wir inzwischen auch Ausstellungen im Rathaus, die turnusmäßig wechseln und sowas. Und das ist so ein noch relativ junges Beeindrucken lassen von Kunst und Erleben. Und ich hoffe, dass ihr alle noch lange die Stange haltet. Dass das Trendelburg weit auszeichnen kann, weil da erleben wir es auch und damit ist auch keine Barriere da. Das heißt also, es kommen dann auch mal welche Menschen dazu, die sonst vielleicht gar nicht den Zugang hätten, sich mit Kunst zu beschäftigen und da dient dann letzten Endes das Stadtgebiet als Bühne. Das gefällt mir persönlich. Sie haben natürlich schon angesprochen, es sind Künstler im Ort, die dort leben. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Es gibt diese Kunstszene praktisch, die dort leben, die Kunstszene, und die bringt diesen Austausch und auch die Kunst in den Ort. Genau. Gut, aber noch möchte mein interessantes Kunsterlebnis von Ihnen sagen. Ja, mein Kunsterlebnis oder wo ich angefangen habe, mich mit sowas ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, war, ich bin in einem kleinen Dorf in Südniedersachsen aufgewachsen, in einem Handwerkerhaushalt. Mein Vater war Handwerksmeister und für den war so die Devise, Kunst kommt vom Können. Und trotzdem sind wir regelmäßig, ja, wenn Dokument da war, sind wir da hingefahren, Leute gucken, war ja interessant. Und da wurde diskutiert und was ich mitgenommen habe, war auch solche Geschichten, man kam über Dokumente, über die Kunst ins Gespräch. Erstmal untereinander in der Familie, was ist das für ein Quatsch oder was ist das Interessantes. Als Handwerksmeister hat mein Vater sich natürlich interessiert, Walter de Maria, der Erdkilometer, kann ich mich noch daran erinnern, die Bohrsäulen da, Bohrgeräte und dass das Ding dann in der Erde verschwunden ist. Als toller Messingstab, das fand er eigentlich unnütz, aber es war irgendwie doch was Begreifbares. Und was ich mitgenommen habe, war das Miteinander ins Gespräch kommen. Kunst ist die große Kunst, auch über Meinung hinweg miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch das, was mir auch wieder bei bewegter Wind, das ist jetzt mal mein letztes spannendes Kunsterlebnis, was ich im letzten Sommer hatte mit Reda Reine, die kuratierte Ausstellung, wo wir auch gemerkt haben, über diese Windkunst kommt man sehr gut mit Leuten ins Gespräch und man kann eben auch zu technischen Zusammenhängen oder man führt Leute in Bereiche, wo die sonst nicht hingehen würden, also in den Windpark in der Söhre zum Beispiel, und man hat da ganz andere Gespräche führen können und Leuten über das Interesse an Kunst waren die auf einmal auch interessiert an Windenergie und wie wirkt sich das auf Kunsterleben im Wald, und das waren auch spannende Gedankenaustausche und Gespräche, also von daher hat das für mich dieses Kommunikative mit Kunst auf dem Land zu tun hat oder auch in der Stadt, hat einen ganz großen Stellenwert. Ja, mir ist es, also ich komme selber auch aus einem ganz kleinen Ort bei Netra, 200 Einwohner, mit 19 konnte ich dann nicht schnell genug weg, bin dann erstmal nach Kassel gezogen zum Studieren und dann hatte mein Mentor gesagt, naja, steht hier irgendwie so außer Kassel und Dürsdorf, kennst du ja jetzt nichts, ich schicke dich mal nach Brasilien, was hältst du davon? Sag ich, ja, naja, portugiesisch war es so, lala, habe ich dann alles irgendwie gelernt und bin dann 2009 bin, habe meine Bachelorarbeit dort geschrieben, mit mäßigen Portugiesischkenntnissen am Anfang, habe dann ein halbes Jahr dort gelebt und habe dann nach 3 Monaten sollte ich einen Vortrag über meine bisherigen Erkenntnisse in portugiesischer Sprache halten auf so einem Kongress, wo es um traditionelle Bevölkerungsgruppen und die Kultur des Dorfes in Brasilien ging. Und ich dachte schon, ach du Scheiße, das schaffst du im Leben nicht. Also ich bin wirklich da sehr aufgeregt hingefahren, habe dann den Vortrag über mich gebracht und habe mir danach 3 oder 4 Stunden lang einfach mal so die anderen Sachen angeguckt, die sie da hatten. Und da waren ganz viele Dörfer aus dem Umland von dieser kleineren Stadt, wo ich gewesen bin, mit vielleicht 200, 300 Einwohnern, wo wirklich von jung bis alt irgendwie so eine Art Trachtgruppe drin waren oder irgendwie Tänze gemacht haben oder irgendwelche
künstlerische Projekte jahrelang bearbeitet haben und die dort vorgestellt haben, dann dachte ich, das ist ja eigentlich ganz interessant irgendwie und habe den Eindruck gehabt, das stiftet auch richtig Identität, was sie dort machen. Die haben eine Gemeinschaft, eine ganz starke Verwurzelung in ihrer Gemeinschaft. Und habe dann gedacht, wie ist das bei uns eigentlich auch so? Und dann bin ich nach Hause gefahren, oder geflogen vielmehr, und habe dann festgestellt, eigentlich in Deutschland ist das zwar irgendwie auch ein bisschen so, aber habe dann erst über diesen Zugang über Brasilien gelernt, mit den deutschen Traditionen und mit deutschlandläufiger Kultur ganz anders umzugehen und auch den Begriff der Identität neu zu bearbeiten oder neu anzudrucken, vor dem Hintergrund, dass Identität, also beziehungsweise Gemeinschaft und Identität gestiftet werden können durch Kunst. Und das fand ich eigentlich interessant. Das war so ein Aha-Erlebnis, was ich dann in meiner Masterarbeit hatte. Da war ich dann irgendwann in der Rhön und da haben Jugendliche selbst einen Brunnen gebaut und haben dann diesen Brunnen in 95 eröffnet. Und 10 Jahre später, oder 14 Jahre später, war ich da und habe mit den nicht mehr ganz jugendlichen Menschen gesprochen, die dann alle wieder zurückgekehrt sind. Die haben alle dasselbe gemacht wie ich. Sind zur Ausbildung weggezogen, zum Studium weggezogen und haben dann 5 oder 6 Jahre später festgestellt, wir möchten wieder nach Hause, weil wir da so ein tolles Gemeinschaftserlebnis hatten. Wir haben dort ein Kunstprojekt gemacht, wir haben diesen Brunnen gebaut. Und das fand ich so klasse irgendwie, dass so ein einzelnes Projekt in einem kleinen Dorf dafür sorgen kann, dass Leute Jahre später sich daran erinnern, dieses Gemeinschaftserlebnis wiederholen und sagen, Mensch, da möchte ich wieder hin. Ich musste mit 17 unbedingt nach Kassel. Und war das erste Mal in Kassel natürlich, zu Documenta. Bin nach Kassel gekommen und dachte, mon Dieu, was ist das für eine unglaublich tolle Stadt. Diese Karlsaue, diese verwunschene Orangerie-Ruine, die es damals noch gab. Dieses internationale Publikum, diese unglaublich vielen interessanten Menschen. Und dachte mir, da musst du eigentlich hin, das ist eine super tolle Stadt. Mein Weg nach Hause war von der Innenstadt über den Bebelplatz nach Harleshausen. Da sah ich das erste Mal große alte Jugendstilgebäude. Eine unglaublich tolle Stadt. Ungefähr 20 Jahre später war ich wieder in Kassel und kam zur Holländischen Straße rein und dachte, was ist das denn? Das ist ja, hat ja eine derartige Tristesse. Da könnte man ja, wenn man die Coca-Cola-Reklame abnehmte und stattdessen eine Reklame von Plaste und Elaste Schrottbau hinhängt und statt den Wolf einen Tabby hinstellt, sofort hätte man eine perfekte Kulisse für einen DDR-Film. Das heißt, da konnte man mal sehen, was Kunst anstellen kann mit einer Provinzstadt, über die ja die ganze Nation immer witzelte. Kassel ist ja immer für einen guten Witz gut. Loriot witzelte über Kassel, irgendein Witz über Kassel fallen lassen. Kassel war ja gar nicht auf der Landkarte. Und ich bin nach Kassel gekommen und habe angefangen in Kassel zu leben, wegen der Kunsthochschule wieder, also auch wieder wegen der Kunst. Und da war es so, dass zwischen den Dokumenten die 4 Jahre absolute Kulturwüste waren. Man konnte auch tun und machen, was man wollte. Es war einfach nicht gewünscht und wurde auch von keiner Seite gefördert, wenn man tätig wurde, gegen diese Kulturwüste anzukämpfen. Bitte? Das ist aber nicht mehr so. Ich spreche von vor 20 Jahren. Ja, ja. Ich zog irgendwann aus dem Land raus, nach Bremen-Stahl aus Kassel und musste mich dann erstmal ganz neu orientieren, weil die Spielorte für Kunst in der Stadt natürlich vielfältig und interessant sind. Vor allen Dingen, es gibt sehr viele Gebäude, die seinerzeit jedenfalls noch, die ungenutzt standen und die man einfach für die Kunst benutzen konnte. Ich war auch dann ziemlich schnell ein Gegner geworden von groß und prächtig ausgebauten Museen. Ich fand zum Beispiel diese Documenta 4 im Jahr 1968, die sehr improvisiert umgegangen ist mit den Innereien vom Museum Fridericianum. Es war reiner Beton, Betondecken, Betonwände und da wurde diese Kunst inszeniert. Das war eine unglaublich tolle Bühne für die Kunst. So wie es jetzt ist mit polierten Edelstahlgeländern und schicken Naturstein, Treppenstufen. Das ist zu viel. Bietet keine Bühne mehr für moderne Kunst. Ich bin hier auf der Suche danach, habe so ein paar Sachen realisiert, finde es sehr spannend, erlebe aber auch viele Widerstände in der Bevölkerung der Kunst gegenüber. Man hat es nicht leicht. Also wenn man sagt, man Vorschläge macht, die man sich lange überlegt hat,
muss man gegen ungeheure Widerstände arbeiten. Also erstmal muss man versuchen, das Kunstwerk auf die Beine zu stellen und wird dann auch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern muss dann die größte Arbeit hier auf dem Land für einen Künstler oder einen Kunstorganisator ist, gegen diese ganzen Widerstände anzukämpfen und das dann doch noch zu realisieren. Rita Reindl wird ein Lied davon singen können. Ja, komm. Ja, dann das ist das Kunsterlebnis. Das ist total schwierig, wenn ich jetzt anfange. Ich habe nicht ein liebstes Kunsterlebnis, aber ich habe ganz viele. Ich habe mir stellvertretend, also ich habe auch ein Dokumentarerlebnis. Das hat hier wohl jeder. Also so ein Erfahrungserlebnis mit 17, wo eine Wand, eine Riesenleinwand mit einem kleinen Säckchen mit Steinen mit Farbe beklopft worden war. Und als Titel stand dabei, hier ist eine Fläche in Beschlag genommen worden. Eine Fläche in Beschlag nehmen und sonst nichts. Dann habe ich gedacht, was ein Blödsinn, ich verstehe es nicht, aber es ist so mächtig. Und es hat was in mir bewegt. Und ein anderes wichtiges Erlebnis war ein Törlraum, ein James-Törlraum, ein Lichtraum, der ganz dunkel war und wo man nach und nach eben verschiedene Lichterlebnisse hatte. Und wo ich gemerkt habe, Kunst zieht mir den Boden unter den Füßen weg und dann muss ich mich neu definieren. Und das ist eine wichtige Aufgabe von Kunst. Wo steht man in der Welt? Was für einen Ausdruck findet man dafür, das will jeder Künstler? Und dann Kunst auf dem Land realisieren, so meine allerersten, also Cordula und ich kennen schon ganz lange, wir haben vor 20 Jahren ein Festival in Frankenberg zusammen erlebt und ja, da bin ich süchtig geworden, wie toll das ist, Künstler zusammenzubringen und Künstler in ihren Sprachen reden zu lassen und Leute drüber reden zu lassen. Und wenn ich mir überlege, wie das da war, wie lange man da, das war 2-3 Jahre Vorarbeit und dann hieß dann immer, das geht doch nicht und es kostet zu viel und ganz viel. Wir hatten einen wunderbaren Logshop, in dem wir zusammen gearbeitet haben, ein Gesamtkunstwerk geschaffen haben. Und die Anerkennung der Leute, entweder die sind gekommen und haben die Künstler bei der Arbeit gesehen, dann haben sie gesehen, die arbeiten ja auch, die spinnen nicht. Und das andere ist, wenn Fremde kommen und wenn das Fernsehen kommt. Das war dann die Akzeptanz, also über die Fremdakzeptanz kam dann das Denken. Also die beiden Erfahrungen habe ich gemacht und also das eine Kunsterlebnis kann ich nicht. Außer beim Wind, das Staunen. Also dass man die Leute in die Landschaft bringt, an Orte, wo sie sonst nicht hingehen. Und dann ist da ein Kunstwerk und dann kommt da ein Wind und dann reden Leute über Kunst und Wind, die denken, Wind ja, das ist genau wie Regen irgendwas, was es hier gibt. Und Staunen zu erreichen und die Leute zu verrücken in der Wahrnehmung, das ist es, worum es geht. Ja, also mein Erlebnis war im Rahmen der Internationalen Frauenuniversität bei der Expo, die Potenziale, die Kunst hat. Wir hatten in den Fachbereichen organisiert, dass Kunst als in die Curricula eingespannt wurde. Und das hat geholfen mit der Identitätsfindung, dass die Studierenden aus hundert Ländern sozusagen sich zusammengefunden hatten zu einem Thema. Das hat bei der Erklärung, also wie kann man Prozesse heutzutage verdeutlichen, wie kann man sie sichtbar machen, wie kann man dann darüber reden, also wie viel Kunst dort bei dem Projekt, bei dem Erkenntnisgewinn, den alle hatten, beigetragen haben und dann bei dem All Together Jam, wo die Jugendlichen mit Künstlern zusammenarbeiten, wie einfach das ist, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, ob das Abiturienten oder Schüler ohne Ausbildung sind, wie gleich alle, wenn sie versuchen kreativ zu sein, auf welcher Augenhöhe sie sich verständigen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, der kann helfen zur Identitätsstiftung, der kann helfen, Positionen auszuarbeiten, der kann helfen, Welt zu begreifen. Ich bin ja von Haus aus Wissenschaftlerin. Ich hätte mir das vor dem Projekt nicht vorstellen können, dass Kunst bei der Erklärung hilft. Ich kannte Erklärung nur als schwierige, formulierte, schriftliche Dinge, also als Papier. Und dort gab es ganz viele Erklärungsversuche, die über Kunstprojekte der Bevölkerung zum Beispiel klar gemacht wurden, also was ist das Problem mit Wasserverschmutzung und so weiter, wie kann man das zeigen, solche Dinge. Und das fand ich sehr beeindruckend, welche zusätzlichen gesellschaftlichen Aufgaben Kunst übernehmen kann und welche Potenziale Kunst hat. Das ging mir ganz ähnlich. Jetzt für mich war die Beuys-Arbeit, diese 7000 Eichen, besonders spannend, weil das
diesen Bereich der Nachhaltigkeit einfach nochmal so deutlich macht. Und dass das, ich auch gelernt, dass Kunst völlig frei von Material worden ist. Das war die Sache eigentlich. Okay, jetzt fangen wir einfach mit der Frage an. Ja, wir müssen jetzt nicht so hintereinander, wer will antworten, und dann kommen wir einfach zu sprechen. Die erste Frage, also uns interessiert natürlich dieses auf dem Land leben, das, was Herr Bachmann auch gesagt hat. Da kommen Künstler nach Trennenburg, leben da, und die machen natürlich keine Trennenburger Kunst. Machen die nicht. Die wechseln überall, die machen Reisen nach Brasilien oder dahin und dort, bringen irgendwelche neues Kulturverständnis da rein und da werden Impulse reingebracht in diese kleinen Ortschaften. Und so wie auch Glaskubus hat jemand angesprochen, das ist ja von Zürich, dieser Glaskubus. Das heißt, die Zürich sind jetzt auch keine Deisler, kann man nicht sagen, oder? Er hat neulich gesagt, wir sind Kassler oder wir sind Städter und so. Also, es ist also unsere Identität als Künstler ist eben nicht, dass wir praktisch sagen, wir sind jetzt hier so richtig auf dem Dorf angekommen, wir leben hier. Und wir leben auch gerne. Wir sind Orte, die preiswert sind und schön sind. Und dann kommt die Auseinandersetzung, so wie Sie es auch formuliert haben. Also meine erste Frage, Künstler, die auf das Land ziehen, tragen Ideen, Konzepte, Projekte in den ländlichen Raum. Sie entdecken den Raum für das Experiment Kunst. Welche Chancen bieten sich hier? Ja, sehr umfangreich, jetzt fange ich doch wieder an. Aber vom Grundsatz her bietet ja die Entwicklung von Kunst im ländlichen Raum eine ähnliche Chance wie die Entwicklung von Kunst in Metropolen. Also wenn man sich London, New York oder was auch immer anguckt, dann geht ja Kunst nicht zum Tanzspielen zuerst, sondern ganz in Ecken, die eher etwas vielleicht abseitig sind. Und das werden dann 30 Jahre oder 20 Jahre später die Bereiche, wo dann die Projektentwickler die vollen Einrichtungen bauen. Jetzt glaube ich nicht, dass es in Trennenburg oder in Leise oder so etwas ist, dass in 20 Jahren Projektentwickler die vollen Einrichtungen dahin bauen. Aber die Chance, die besteht. Also das heißt, dass man Lebendigkeit an Orte bringt, die von der historischen Entwicklung her einen etwas anderen Weg gegangen sind. Und diese Lebendigkeit, dieser Ansatz, wir können auch mal querdenken, wir sind zwar jetzt an einem Ort verankert, weil es preiswert ist, kann ich gut verstehen, weil ich auch Platz habe, aber meine Gedankengut und wie ich dieses Umfeld sehe, ist ein globaleres. Und das hat die Chance, die vielleicht manchmal etwas eingefahrene Kreise im ländlichen Raum aufzubrechen und damit ihn wieder für andere, ganz normale Menschen, die jetzt keine Künstler sind, attraktiv zu machen, weil das ist dann auch der letzte Satz. Das Entscheidende ist für den ländlichen Raum insgesamt, um wirklich auch dauer überleben zu können, dass er lebendig bleibt. Und da helfen alle, können alle helfen, die Kunst insbesondere. Ich habe ein ähnliches Beispiel, und zwar habe ich in meiner Masterarbeit in Orten der Rhön, von dem ich eben schon erzählt habe, die Situation gehabt, dass dort die erste Landkommune der Rhön in dem Ort lebte. Das fing in den 75, sage ich mal so ungefähr an, und dann die ersten Jahre, der Ort lag halt direkt am Dreiländereck, Thüringen, Bayern, Hessen und direkt unter der Wasserkuppe, und die haben, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann nicht so allzu viel getan. Und dann kamen auf einmal so ein paar junge Menschen aus Düsseldorf und sind dann mit der Landkommune eingezogen. Und für die Bevölkerung vor Ort war das erstmal, um Gottes Willen, was ganz schön ist. Das uferte dann darin sogar, dass die dann alle ein paar Tage von den Zähnen haben, weil da ein neues Kennzeichen stand. Also, es war am Anfang wirklich sehr extrem. Dann hat aber die Menschen von der Kommune haben gesagt: Nee, lassen wir uns das gar nicht drauf ein. Und wir versucht, trotzdem den Kontakt zur Bevölkerung zu finden, und irgendwann hat sich das in der Bevölkerung dann umgedreht. Nach 20 Jahren setzen sich dann Alteingesessene hin und sagen auf einmal, ja, naja, also irgendwie haben die Zugezogenen haben sich zwar ein bisschen auf uns angepasst und haben so ein paar von unseren Traditionen auch lieb geworden, aber eigentlich haben wir uns denen auch angepasst. Also wir haben ganz neue Sachen gemacht, an die wir vorher gar nicht gedacht hätten. Und das war, ist, glaube ich, auch das, wo der ländliche Raum auch eine Chance hat, nämlich die Offenheit der Bevölkerung gegenüber neuen Bewohnergruppen, egal wo sie herkommen. Wenn diese Offenheit vorhanden ist, können das diese lebendigen Dörfer dann auch weiterleben und haben auch eine Zukunftsfähigkeit. Ich glaube, Frau Kuhn, ein Punkt, da bin ich so ein bisschen aufgeschreckt.
glaube schon, dass es auch durchaus Künstler gibt, die ganz bewusst aufs Land gehen, nicht nur weil der Wohnraum so billig ist oder sie da Platz haben. Und ich glaube, aus den Künstlern, die in Sendelburg zu Hause sind, so würde ich das durchaus auch formulieren, gibt es auch ein sehr hohes Wohlfühlpotenzial. Denn das ist eigentlich auch, glaube ich, ganz wichtig, dass der ländliche Raum auch ein Stück weit lernt, selbstbewusst aufzutreten. Wir bieten Qualität, die einfach die Metropole nicht bieten kann. Die Metropole bietet auch Qualität, die der ländliche Raum nicht bieten kann. Deswegen ist es eigentlich eine sehr schöne Ergänzung. Und wenn es Kunst dann schafft, hier Brücken zu bauen, auch Erfahrungen aus dem städtischen Raum in die ländliche Gegend zu bringen und dann auch wieder umgekehrt wieder in den städtischen Raum zu spiegeln, dass zum Beispiel eine Ausstellung stattfindet im Land, auf dem Land, wo dann wieder Städter aufs Land kommen, das kennenlernen. Das ist auch für uns von der Stadtentwicklung oder Landentwicklung ganz wichtig, dass wir diese Verbindung knüpfen. Deswegen ist es bei uns so, wir sehen unsere erste Kommunikation zwischen Kunst und Ort oder wie auch immer darin, die Türen aufzumachen, zu sagen, ihr seid willkommen. Das ist natürlich nicht schwerlich steuerbar für 500.000 Einwohner, aber wenn zumindest die Stadt oder die Gemeinde, die Verwaltung schon mal vorangeht und sagt, hier bei uns stehen die Türen offen, dann ist es ein Zeichen. Mehr können wir an der Stelle nicht machen. Wir können motivieren, wir können Dinge versuchen zu organisieren. Das, glaube ich, kann gut funktionieren. Aber Sie meinen jetzt, wir haben jetzt darauf angefangen, dass die Künstler kommen, nicht nur kommen, weil sie in Berlin wohnen, sondern genau. Diese Wohlfühlqualität, das hat aber mit Kunst jetzt ursächlich nicht unbedingt. Ich glaube auch schon, weil diese Wohlfühlqualität sie auch zur Inspiration kommen lässt, die sie so in der Stadt vielleicht gar nicht hätten. Das könnte ja noch darüber hinaus sein, dass ein Ort ein besonderes Raumangebot bietet. Das ist ja genau das, was so eine Art Artist in Residence. Na, so wie du natürlich du suchst ja spezielle Orte. Es gibt ja Orte, die praktisch prädestiniert sind in Kunst an diesem Ort. Also das ist sehr vielschichtig. Ne? Kunst, Landschaft, Künstler, Menschen, das zusammenzubringen, ist was Spannendes, das ist es von Bewegter Wind. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Landleben, was wichtig ist, das Bild Landleben hat sich verändert, aber das wird nicht kommuniziert. Wir haben kein positives Bild vom Landleben. Es gibt die Landschaft, die heißen Städter, ja. Aber diese 400.000er Auflage oder wie hoch das Land muss inzwischen, das ist, wer bastelt und macht Marmelade in der Art. Wir haben nicht dieses offene Landlebenbild. Das heißt, ich lebe natürlich auch nicht nur in dem Dorf, in dem ich wohne. Ich lebe in der Region. Ich bin vernetzt mit den Leuten, die hier was machen und die Sachen gestalten wollen. Aber ich speziell habe auch verschiedene Projekte mit Künstlern in anderen Ländern gemacht, die alle aus dörflichen Regionen kommen. Ich habe in einem Dorf in Suriname mit einem Künstler zusammengearbeitet und wir haben geredet und wir haben gesagt, wir haben genau das. Wir wollen das Gleiche. Wir wollen Landschaft, wir wollen Dorf als Teil unserer Kunst und wir wollen es mit den Leuten kommunizieren und wir wollen die Hemmschwellen verkleinern, dass Leute zu Kunst kommen und anders reden. Und das ist mir so klar geworden, dieses Landlebenbild, das müssen wir kommunizieren und austauschen, deswegen finde ich auch so toll, dass das Institut für Auslandsbeziehungen uns dieses Heft im Dorf zur Verfügung gestellt hat. Was diese vielen kleinen Mosaiksteine Landleben zusammensetzt. Und wir haben jetzt die Welt im Dorf. Und deshalb, wir können ganz anders im Dorf leben, weil wir nicht nur im Dorf leben. Darf ich noch sagen? Da hat sich dramatisch was geändert in den letzten Jahrzehnten. Also wenn ich heute über Dörfer rede, dann hat das nur noch mit Abstrichen zu tun, in dem Dorf, was ich kenne, also hier, wo ich groß geworden bin, in der Nachkriegszeit zum Beispiel. Wir haben dörfliche Strukturen, ich sage es jetzt mal so, das waren geschlossene Gesellschaften bei Excellence. Sehr stark beherrscht über Jahrhunderte durch Landwirtschaft und Forstwirtschaft zum Teil. Also in der Nordspitze vor allen Dingen unseres Kreises, da spielt die Forstwirtschaft natürlich eine zentrale Rolle, also im Weihnachtsreise. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Da spielen durchaus auch Künstler noch, ich mache es mal hier am Cordula fest. Als ihr hier den Bahnhof gekauft habt damals, wie war das? 35 Jahre? 80. Naja, gut, also, naja, 35 Jahre. Gut, dann wissen wir. Alter, nein, Spaß beiseite. Also wenn ich jetzt sage, dass die hier Dorf als Exoten angesehen waren, ist das noch zurückhaltend ausgedrückt. Das war so, das sind so ein paar Irre. Das Einzige, was ich gut fand, die Leute, ist, da hat jemand den Bahnhof gekauft, damit er nicht so verkammelt wie der in Oberelsen und so weiter. Also, nein, das ist so. Und da hat sich viel getan, weil sich auch die Struktur der Dörfer verändert hat. Und ich glaube, dass im Augenblick, wo schon seit geraumer Zeit, die Offenheit und die Chance für Offenheit viel größer ist als noch vor, ich sage mal, 30, 40 Jahren. Das ist so. Auf der anderen Seite ist es so,
dass ich natürlich, ich habe es eben gesagt, die Welt ist ins Dorf gekommen. Wenn man die Kommunikationsmöglichkeiten heute nimmt, die ist noch für die anderen mit dabei. Das war ja früher auch ein bisschen anders. Und das macht ja auch was mit dir. Glas an deinem und dann braucht man seinen Vater anknüpfen. Ich habe auch erlebt, dass dann, wenn man mit Handwerkern oder mit Landwirten, also jetzt mal mit der Normalbevölkerung geredet hat, dann haben sie das akzeptiert, wenn jemand was geschaffen hat, wo sie sehen konnten, dass der was schafft. Also wenn der Rolf Steiner zum Beispiel einen ganzen Baum rumgehämmert hat, sag ich mal so, und hinterher ist da eine Figur rausgekommen, und das war dann im Tierpark Sauerburg, wo die Leute gucken konnten, dann war das was. Ne? Oder auch wenn jemand ein Bild malt, wo man hinterher sagen kann, Mensch, toll, was der da kann so. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Kunst nur. Was, das ist auch ein altes Bild von Kunst. Dieses ja, ganz traditionell. Aber das hat eine ganz große Rolle gespielt. Ja, ja. Diese, was Sie jetzt sagen, glaube ich, was Sie jetzt selber miterlebt haben, die Sachen mit Landschaft und was weiß ich, was da kommt, da hat es nur eine Gewöhnungsphase gebraucht. Aber ich hatte den Eindruck damals, dass das so anfing, dass mit Klang und Wind und so, dass man das auch vermitteln kann. Man muss die Leute nur hinbringen. Eben, man muss die Leute hinbringen und die müssen sich öffnen. So, ich meine, es gibt ja kein Metier in der Kunst, traut sich jeder zu sagen, dass es Kunst ist. Und es gibt auch kein anderes Metier, wo Leute so leicht gefragt werden, können Sie denn davon leben? Das wird in keinem anderen Fall gefragt. Das finde ich eigentlich ganz entscheidend, das, was Sie eben auch gesagt haben. Also zum einen erstmal haben wir immer darüber gesprochen, eben gerade wenn Künstler aufs Land gehen, dass es für die gleich auch ganz gut ist. Und ich würde gleich auf der anderen Seite mal sagen, was die Orte davon haben, wenn die Künstler tatsächlich. Das finde ich eigentlich viel entscheidender. Und da glaube ich, wenn man mal guckt, mit welchen Problemen die Städte und Gemeinden auch gerade die wollen ländlichen Raum für Probleme haben, dann wird das sehr oft auch im Sinne von demografischer Wandel darauf reduziert, naja, die kleinen Läden gehen kaputt, wir kriegen keine Menschen mehr in die Stadt, die zum Einkaufen gehen. Und man versucht dann oft stadtentwicklungsmäßig irgendwelche Aktionen zu starten, damit man wieder Leben in die Stadt kommt. Da kann Kunst zum Beispiel im öffentlichen Raum einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Also es geht am Sonntagnachmittag keiner nach Kassel in die Innenstadt zu spazieren, in Königstraße. Das heißt, wenn die Leute wirklich frei haben und Freizeitgestaltung machen, dann gehen sie auch gerne in den ländlichen Raum rein, weil sie Fahrrad fahren wollen, weil es hier die touristischen Attraktionen gibt. Und wenn man eben dieses Thema Kunst auch im öffentlichen Raum etabliert, dann wird eben vielleicht auch eine Fußgängerzone zum Flanieren genutzt. Man guckt sich das eben auch an. Und das wiederum hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf den Werkbetrieb, sage ich mal. Also wo dann die Läden offen haben und sagen, Mensch, hier gibt es ja auch Läden, wir brauchen ja gar nicht immer auf eine Kasse reinzufahren. Also ich finde, der Mehrwert, den die Städte und Gemeinden von den Künstlern haben, wenn sie kommen, ist fast größer, als wenn die Künstler aufs Land gehen und was die Künstler für Nutzen haben. Das finde ich eigentlich das spannendere Thema. Denn Kunst hat praktisch nur die Menschen, entsteht dadurch eine andere Form des Landlebens, auch für die Einheimischen. Ich finde, also, darf ich das ganz kurz ergänzen? Ja. Darf ich das nur ganz kurz ergänzen? Klar. Ich glaube sogar, dass Städte und Gemeinden durch Kunst die Chance haben, ihr Image zu verkörpern. Also wirklich zu sagen, das ist unser Image, so wollen wir wahrgenommen werden. Weil auch bei allen Stadtentwicklungsüberlegungen wird oft immer nur überlegt, was brauchen wir, damit es gut wird. Aber selten wird gefragt, wie wollen wir denn eigentlich von außen wahrgenommen werden? Also wie sollen die Leute uns als Gemeinde eigentlich sehen? Und deswegen, ich glaube, dass das zu einer Imagebildung wesentlich beitragen. Also es gibt sehr viele, also teilweise heißt es ja in der Stadt- und Regionalplanung Profilbildung. Wenn man sich das Ruhrgebiet anguckt, gibt es einiges an Highlights. Die haben das ja auch gemacht, die haben Zeche etc. Es gibt in vielen Bereichen, und wenn wir die Bundesländer nehmen, gibt es in vielen ländlichen Bereichen Aktivitäten, die zu so einer Profilbildung führen. Also man hat ja früher auch gesagt, München ist sozusagen so attraktiv wegen den kulturellen Möglichkeiten dort. Also das heißt, das ist schon eigentlich Standard-Know-how. dass durch Publikumsmagnete, durch Events, durch Orte und Gelegenheiten, durch die Möglichkeit, künstlerisch zu erfahren, auch in der Landschaft künstlerisch Dinge zu erfahren, dass das zur Kommunikation oder zur Unterstützung der ländlichen Entwicklung als Magnet für Touristen etc. Das ist schon klar. Ich glaube, für mich wäre das Wichtige, was macht es denn dann lebenswert, Künstler dort zu sein und dort zu bleiben. Das fände ich einen wichtigen Punkt und da gibt es, glaube ich, auch, also da gibt es für mich viele Fragen, wie kann denn Kunst und Kulturpolitik zusammenarbeiten, wie schaffen wir das, dass das Lack, was wir haben, die Finanzierung für Kunst über Kunst fände ich ähnlich wie bei den Bädern über sowas, Besuch und so weiter, fände ich, wie kann man da zur
Also wie kann man beitragen, dass Kunst und Kultur im ländlichen Raum leben kann, also auch finanziell leben kann und eine Kraft auch entwickeln kann. Kraft kann man nur entwickeln, wenn man nicht nur 35 Jahre überlebt, sondern gut überlebt, wenn es irgend geht. So, also wenn man an diesen Knackpunkten, dieser Verbindung zwischen Kunst, Kultur, der Bedeutung und der Kulturpolitik, wenn man da ein paar Punkte, die es zu lösen gibt, auch wirklich angreift. Finanzierung, gute Strukturen, Strukturbildung, dass man sich verstehen kann. Politik zum Beispiel und Kunst sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten. Die einen wollen verregeln, die anderen wollen Freiheit. Das heißt, man muss sich immer beide brauchen. Man muss immer reden. Ja, man muss immer sozusagen im Gespräch bleiben. Man braucht Verletzungsstrukturen etc. Also da ist sozusagen dann die Frage, wie kann man es gut machen? Aber Politik und Kunst haben ja irgendwie gemeinsam. Beide müssen im höchsten Maße kreativ sein. Ja. Ja, aber die machen es unterschiedlich. Beide machen ihre Arbeit am besten, ihre Arbeit oder ihr Dasein hat, denke ich, den größten Wert, wenn sie möglichst ohne Denkverbote zunächst mal an ihre Arbeit rangehen. Da gibt es schon viele Gemeinsamkeiten. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist denn für Kunst Geld so wichtig? Oder ja, ich meine, das ist ja auch Nur aus den öffentlichen Geldern oder hat Kunst nicht auch die Chance, sich mehr aus privaten Geldern zu finanzieren? Wir brauchen aber die Hand muss schon da sein, die muss schon also Gehäuse öffnen, wo Kunst sich zeigen kann. Klar. Und da behilflich sein. Und ich kann jetzt nur von Grebenstein sprechen. Da wird dann gesagt, wenn man sagt, lass uns doch eine städtische Kunsthalle Grebenstein machen, die Bücherei in den Raum bringen. Das geht nicht. Oh, was da. Ja, da nehmen wir 300 Euro Miete ein und da können wir nicht drauf verzichten. Das ist dann das schlagende Argument, dann wird die Kunst rausgeschickt. Das stimmt, natürlich stimmt das. Die andere Sache, die ich anmerken muss, ist, dass die Städte und dass die Politik sich viel zu sehr abkapselt und das kreative Potenzial der Künstler überhaupt nicht nutzt. Ich finde gerade in diesen alten, wunderbaren, ästhetisch toll gebauten, meist Fachwerkstädtchen, die wir hier oben haben in Nordhessen, müsste es unbedingt einen Gestaltungsbeirat geben, wenn irgendwelche neuen Häuser gebaut werden, auch wenn Neubaugebiete ausgewiesen werden. Da werden Häuser hingesetzt, die spotten jeder Beschreibung, die sehen wirklich so aus, als wenn das Notunterkünfte in Krisengebieten, auch wenn ein neuer Supermarkt mitten ins Dorf gesetzt wird, ist das natürlich zu begrüßen. Es ist wunderbar, wenn der Supermarkt mitten im Dorf ist und nicht auf der grünen Wiese. Aber warum muss der aussehen wie eine Notunterkunft im Krisengebiet? Der kann auch anders aussehen. Und das finde ich wichtig, dass die Städte auch das kreative Potenzial insofern nutzen, als man da Leute mitsprechen lässt, die wirklich eine Ausbildung haben und keine gestalterischen Analphabeten sind. Aber also es gibt sicher noch eine ganze Menge Möglichkeiten zum Thema, ob Kunst Geld braucht. Und die Künstler können auch gefragt werden, in vielen Positionen ihre Tätigkeit auszuüben, zum Beispiel in der Architektur, Stadtplanung. Ich wollte noch ein Beispiel bringen, wo Kunst auf dem Dorf oder ins Dorf gebracht hinterher einen positiven finanziellen Aspekt gebracht hat. Und zwar, Bekannte von mir wohnen in Frankershausen im Meißner Vorland und da gibt es seit 28 Jahren ungefähr die Kneipe Öchs. Das waren Landwirtschaftsstudenten aus Witzenhausen, die da hängen geblieben sind, zuerst, weil es da billig war und man da eben was kaufen konnte. Und dieses Meißner Vorland ist demografisch noch viel härter geschlagen als unsere Ecken hier, wenn Mordspitze, Landkreis Kassel oder einige andere Ecken hier. Und die haben. Nee, weil Strukturschwäche, Eschwege, Fabriken zugemacht und Abwanderung und so weiter. Und dann haben sich um diesen Kern von den Landwirtschaftsstudenten ein paar Künstler noch mit angesiedelt und dann haben die diese kleine Öchs, wo es erstmal nur ökologisches Essen geben sollte, zu einer Kunst- und Kulturinitiative gemacht und haben die Kunst- und Kulturinitiative ähnlich rumgegründet. Und dann war es so, dass wirklich auch die Jugendlichen auf dem Dorf, die ja auch diesen Strukturwandel miterlebt hatten, in Eschwege mehr und mehr Fabriken
pleite gegangen oder Arbeitslosigkeit, die sich da vor 20 Jahren dann weiter verbreitet hatte. Die haben dann den Jugendlichen da auch eine Perspektive gegeben und über dass die Jugendlichen tatsächlich da initiativ geworden sind in dieser Kunst- und Kulturinitiative Englischrum, wurden mit den Jugendlichen zusammen Konzerte und Aktionen, wurde einfach was angeboten. Da sind dann die Alten aufmerksam geworden, die erst gedacht haben, so ein Mist da, wer weiß, da haschen die möglicherweise und was da alles so abgeht. Ne? Und mittlerweile sind die total anerkannt und haben es geschafft, dass um diesen Nukleus da, Kneipe Ötzig, dann mehrere andere junge Leute auch nach Frankershausen ins Meißner Vorland gezogen haben, dort auch immer die Veranstaltungen besuchen, aber eben auch sich dann so eine Nachfrage auch nach anderen alten Häuschen da ergeben hat und dass dann auch ein Stückchen auch Leerstände gemindert worden sind. Also das finde ich da, was die Kulturinitiative Hängnichrum in Meißner Vorland gemacht hat, ist ein super Beispiel dafür, was Kunst eine Befruchtung auch bringen kann. Ich würde jetzt eine Frage nicht hereinwerfen. Ich glaube, wir bleiben mal bei den Themen, die wir eben angesprochen haben. Ja, ich würde gerne noch weiter. Wir sind ja noch nicht so weit, wir waren nicht gekommen. Ich würde jetzt noch nicht davon abraten, aus der Erfahrung der Stadt Kassel einen institutionalisierten Gestaltungsbeirat zu haben. Das ist eine Katastrophe. Am Ende sitzen nur Architekten rum, die sich gegenseitig auch den Zuschuss haben. Aber noch ein anderes Thema ankommen. Wir haben eben so kurz über Geld geredet. Geld ist ja nur ein Ausdruck von etwas, nämlich von Wertschätzung. Und ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass Kultur in allen Lebensbereichen die Wertschätzung erhält, die wir ihr allgemein darum so zubilligen. Das ist dann immer so schön, schön gesagt, aber kann man dann wieder in Heller und Pfennig am Ende wieder ausrechnen. Und diese Wertschätzungsfrage ist eine, und da denke ich mir, das ist gerade, wo der ländliche Raum was tun kann, das ist ein schönes Beispiel, sein kann. Dass man eben die Lebendigkeit, die Kreativität in eine Identität für den ländlichen Raum umnutzen kann, und das kann man wertschätzen. Und dann ist es auch okay. Also ich glaube, wenn man diesen Weg der Annäherung an, wie gehe ich mit Künstlern im ländlichen Raum um, wenn man diesen Weg langsam geht, dann kommt man auch mehr dazu zu sagen, das ist es mir dann auch mal wert, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Es geht ja auch um diesen Respekt für die Arbeit der Künstler, und das ist eben heute nicht immer mehr das Produkt, das Bild oder die Skulptur, die man ankaufen kann, sondern es ist der Prozess, den Künstler in Gang setzen. Und dieser Respekt muss sich in Geld ausdrücken, wenn man es professionell macht und wenn es nicht... Aber der Respekt muss sich auch in gemeinsamen Dialogen ausdrücken, dass man die Aufgabe, den Zugang zur Politik hat, dass man die Unterstützung hat bei Anträgen. Ich meine, Künstler ist ein kreativer Mensch, der eben seine Kreativität lebt und dadurch auch etwas entwirft und etwas erstellt, etwas auch, was von gemeinschaftlichem Nutzen ist. Er ist in einer anderen Lebenswelt. Die Politik ist mit anderen Fakten, mit anderen Prozessen sozusagen zugange. Und deswegen ist es total wichtig, den Schritt dahin zu haben, zu wissen, die Unterstützung zu haben. Die Unterstützung bei Anträgen, du weißt nämlich, die ist die Gegenfinanzierung Unterstützung bei EU-Anträgen. Das heißt, eine offene Kommunikation, eine Zugänglichkeit, die Möglichkeit auch mal in einem Dialog zu sagen, wie gehen wir in Richtung, wie können wir es besser machen, wie können wir besser vernetzen, wie können wir besser sichtbare Punkte setzen. Und das Dritte, was man nicht vergessen darf, ist die Bevölkerung. Kunst hat auch was mit Erinnerungsvermögen, mit Erinnerungskultur zu tun. Also die muss man genauso mitnehmen. Das heißt, man muss den Prozess gestalten, wo die drei gut zusammen kommunizieren und einen guten Zugang zueinander haben. Und man immer wieder, also wie bei den Vernetzungstreffen oder wie immer wieder sich austauschen, weiß, wo man steht. Also gute Form des Zugangs. Also die Kommunikation, ich muss mich noch vollziehen für den Bürgermeister wechseln. Für mich nochmal schnell, Entschuldigung. Die Vernetzung. Ja, mein Job als Landtag. Ich bin ja dann nicht zuständig gewesen für die 29 Städte und meinen Herrn Detail, sondern für diesen Landkreis. Und die Idee war, in dem Landkreis Plätze zu schaffen, das war, sagen wir, Anfang der 90er, wo Künstlerinnen und Künstler, die hier leben, eine Chance haben, die zu präsentieren. Das war nämlich gar nicht so einfach. Der erste richtig große Streit ging um Souterrain Schloss im Elbstein. Drei Jahre, wirklich harte Auseinandersetzung mit dieser Verwaltung, die saß damals noch in Hamburg vor Höhe, die heißt jetzt MAK. Ne?
Also es war damals alles noch sehr viel schwieriger. Und das ging nur auf einer Ebene, da hat irgendeine Ministerin, die ist damals Elvis Meyer, entschieden, die dürfen das nutzen mit ein paar Auflagen. So, mittlerweile dürfen wir es leider nicht mehr nutzen, wie immer nicht, das lassen wir jetzt mal. Der entscheidende Punkt war, dort sind Ausstellungen organisiert worden, ich glaube in der Regel zweimal im Jahr oder so, für Künstlerinnen und Künstler, und ich sage es jetzt mal nicht, weil ich was gegen die Stadt hätte, im Gegenteil, sondern für diejenigen, die kaum eine Möglichkeit hatten, sich überhaupt in der Stadt zu präsentieren. Man muss ja auch mal sehen, Kassel-Dokumentarstadt, Kunsthochschule, so viel, auch in einer 200.000 Einwohnerstadt, so viel Kunst gibt es in Mittler- und Metropolen nicht so oft wie in Kassel. Das muss man fairerweise auch mal sagen. So ist das schön, der Ort vor allem. Ja, aber ja, jetzt kommt der nächste Punkt. Die Frage, wie ging das da weiter? Ich mache jetzt mal einen Riesensprung. Offenes Atelier, ich kann mich erinnern, zum Beispiel im Raum Brennelburg. Ne? Da gab es bei Rolf, ich sage jetzt immer nur Holstein, ich könnte auch gerade Fofen jetzt nehmen oder Roman Rotegene. Es gab Orte, wo man sich getroffen hat, was auch zu organisieren war. Und zwar jetzt Kommunalpolitik, künstlerisch interessierte nicht nur Künstler und zum Teil auch Leute, das war nicht ganz unwichtig damals, die in der Wirtschaft was zu sagen hatten. Das ist immer bei Geld. Also ich sage mal, wenn ich irgendwo einen Sparkassenvorstand eingeladen habe, habe ich das nicht nur gemacht, um dem mal guten Tag zu sagen, habe ich andersrum getroffen, sondern um dem zu klären, Junge, du musst vielleicht mal bei der nächsten Ausstellung ein paar tausend D-Mark oder Euro dazugeben. Das hat sich ja nicht geändert, es ist nur viel härter geworden, weil die jetzige Zeit, da bitte ich jetzt um Verständnis auch für die Kollegen hier rechts und links, die ist finanziell dermaßen brutal für einige Gemeinden. Ich rede nicht nur Baunatal, aber ich rede über Gemeinden wie zum Beispiel Brandenburg oder meinetwegen auch unsere Heimatgemeinde Kalm. Da gibt es keine Spielräume mehr dafür und deshalb ist es umso wichtiger, dass man versucht, andere Finanzquellen anzuzapfen und das im Augenblick ein Riesenproblem ist. Das ist das, was uns lange zeigen geholfen hat, das sind Stiftungen. Wir haben allein bei der Kasseler Sparkasse 4 große Stiftungen, 2 für Landkreis jeweils dotiert mit 5 Millionen, 2 für die Stadt. Die haben richtig Erträge gebracht. Wir haben eine Kreiskulturstiftung. Bei dem Zinssatz, den es jetzt gibt, da habe ich die Prognose, wird es in 2-3 Jahren so gut wie keine Erträge mehr geben. Das ist ein Riesenproblem, ich sage das jetzt mal so. Und deshalb sind wir wieder beim Thema, was geht noch? Wir haben Firmen, auch in unserer Region, ich will mal sagen, die sind relativ ertragsstark. Ne? Ich beginne bei Volkswagen, das ist ein Sondernummer. Ich rede über Wintersal und ich rede auch an sich über Kali und Salz etc. Und jetzt sage ich mal wiederum, als ich bei der Landrat. Ich habe neidisch oft früher auf George Lewandowski oben, als er jetzt auf Bertram Hilden geguckt, wenn ich manchmal gesehen habe, welche Beträge von den eben genannten Konzernen zum Teil für einzelne Ausstellungen geben. Und mit dramatisch gute Ausstellungen in Kassel. Nicht nur Kunst, sondern auch sogar historische Ausstellungen. Hunderttausende. Wenn wir nur einen Bruchteil von denen im dezentralen Landkreis hätten, könnten wir machen. Nicht ohne Ende, aber unheimlich viel. Und da ist aus meiner Sicht der ländliche Bereich im Augenblick in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich habe ein Verständnis. Wir müssen versuchen, eine Finanzierung jenseits der kommunalen Finanzen hinzukriegen, weil das auf Dauer nicht trägt. Aber das diskutieren ja mehrere, gerade das mit den Kunstzentren und so, da wird ja viel diskutiert. Deswegen glaube ich, muss man sich da auf den Weg machen und sagen, das ist so problematisch, wie finden wir eine Lösung? Darum geht es. Es geht auch, Sie haben die EU-Problematik angesprochen, die Anträge, die Sie kompensieren. Ich glaube, dass eine der wenigen Chancen darin besteht, dass man das, was Peter Nissen jetzt hier, wir können das gut erklären, das ist ja zuständig dafür, was. Dass man versucht, Geld aus verschiedenen Quellen zusammenzubringen, zu vernetzen. Und da werden die EU-Mittel nach wie vor und in Zukunft eine ganz große Rolle spielen. Und das zu verbinden mit einer Komplementärfinanzierung, die dann aus Stiftungen, aus kommunaler Bereichen und vielleicht auch privaten kommen kann. Es gibt sonst keine Chance. Aber um das wirklich gut zu machen. Ja, ich bin entschuldigt. Hier sowieso. Nein, ich glaube auch die Vernetzung ist das A und O. Wenn man auch mal annehmen würde, die Kommunen hätten noch richtig viel Geld, glaube ich auch nicht, dass es funktionieren würde, wenn die Politik einfach beschließt, wir nehmen Betrag X in die Hand und sagen, ab sofort machen wir Kunst und Kultur. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nur dann, wenn es ein Zusammenspiel mit allen relevanten Akteuren, also mit denen, die Geld geben, ob das Politik ist, ob das private Investoren, Finanzgeber sind, aber eben auch mit den Ausführern, mit den Künstlern. Nur dann wird irgendwo ein ganzheitliches Vorgehen, ein ganzheitliches Konzept daraus entstehen, was alle auch wirklich mittragen und weiterbringt. Auch hier ein ganz kurzes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, ab 29. Mai bis 7. Juni ist der Hessentag im Hofgeismar. Viele tolle Veranstaltungen. Diese Werbung habe ich jetzt nochmal angefangen, musste nochmal. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema gewesen, zuerst mal auf dem Hessentag, ist ja eine regionale Kultur. Wir haben noch keinen Hessentag. Die Stadt hat das nicht verordnet, sondern es wurde einfach gesagt, wir könnten uns vorstellen, das zu machen. Und es haben sich Ehrenamtliche, Freiwillige zusammengefunden, die gesagt haben, wir organisieren, wir koordinieren das und wir machen auch die Programmdurchführung.
Diese Gruppe hat sich mit Künstlern, mit Musikbands, mit Theater, mit Kabarett, verschiedenen Gruppen auseinandergesetzt und hat ein Programm auf die Beine gestellt und haben für sich sind so eine Gemeinschaft geworden, dass sie gesagt haben, wir wollen das unbedingt nach dem Hessentag weiterführen. Und daraus kann dann tatsächlich auch was entstehen. Und da kann dann auch die Politik sagen, lass uns dafür Geld in die Hand nehmen, damit dieses zarte Pflänzchen auch weiter wachsen kann. Ich will nur sagen, ohne Vernetzung mit allen relevanten Akteuren wird es nicht funktionieren. Kunst und Kultur kann man nicht verorten. Deswegen ja, und Engagement aus der Bürgerschaft. Genau, das ist so laut, dass ja mit dem Kunst hast. Genau. Also um das weiter noch schön umzubringen, man kann ja durchaus. Entschuldigung, man kann ja. Also Vernetzung ist alles gut und richtig, hilft total. Aber es wäre auch nochmal ein kleiner Schalter im Kopf von vielen, die politisch auch im ländlichen Raum etwas zu sagen haben, für sich zu entscheiden, Kulturförderung im ländlichen Raum ist auch Dorfentwicklung. Dorfentwicklung ist auch Kulturförderung im ländlichen Raum. Das ist ja gar nicht am Ende, es geht ja nicht um 50.000 Euro jedes Jahr. Es geht einfach auch nur mal um Zuwendung, miteinander reden, Kommunikation und das ein oder andere Mal zu ermöglichen, indem man eine Tür aufmacht. Unterschreibe ich 200%ig sogar. Ich würde aber gerne noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde auch gerne sagen, also man muss, um das Verhältnis noch besser zu machen, muss man sich überlegen, wie kann man also sozusagen in dem Bereich Künstler mehr unterstützen, wie kann man bei der Sichtbarmachung, bei der Vermittlung, bei der Profilbildung, wie kann der Tourismus dabei helfen, wie kann die Politik dabei helfen. Künstler sind Künstler und diese Profilbildung oder dieses sozusagen sichtbar machen, was sie schaffen können, andere manchmal besser. Das können Touristiker manchmal besser. Deswegen wäre für mich die Frage, wie kann man in so einem Verhältnis gemeinsam kreative Prozesse gestalten und dann auch unterfüttern. Also nicht, dass es nur ehrenamtlich, sondern dass es später mal oder dass man es mal ein paar Jahre sozusagen abendlich, also dass man einen Schub gibt, also dass man durch diese Entwicklung mehr rausholt gemeinsam für die Kommunen und für die Künstler. Ich würde sogar noch weiter schieben, weil Vernetzung ist ja oft ehrenamtlich, nebenher etc. Und da muss meiner Meinung nach Professionalität rein. Und die Professionalität bringen manchmal die Kombination zwischen Künstlern und, sagen wir mal, Touristikern oder was weiß ich. Und da finde ich, da muss man einen Zug reinkriegen, wenn man starten will. Also, oder wenn man abfliegen will, nicht wie in kalten Gerade das mit dem Prozess, nicht auch so, das ist ja der Bereich, in dem ich auch arbeite, weil das ist ja, glaube ich, das ist ja so der Bereich der Aktivkultur, das, was auch die Dörfer bringt. Und ich habe mir vorhin schon mal vor 20 Minuten aufgeschrieben, Dorferneuerung durch Kunst. Also die Dörfer sind ja am Ende diejenigen, wenn die sich erneuern wollen, oder beziehungsweise auch wenn es ein Programm gibt, jetzt inzwischen heißt es ja E-Cake, vorher war es ja die Kreisneue Dorferneuerung, die ja aus der Dorfbevölkerung heraus beschließen müssen oder beschließen wollen, in welche Richtung soll das Ziel eigentlich gehen, was möchten wir machen, wenn wir Dorferneuerung haben. Es gibt ja unterschiedliche Ideen und auch unterschiedliche Ansätze, wo man überhaupt gucken muss. Und da ist Kunst auf jeden Fall, glaube ich, einer von den Ansätzen, wo die Bevölkerung sich auch ganz stark beteiligen kann, durch Partizipation. Das ist, war das eine. Auf der anderen Seite habe ich aber dann ein Gespräch, was ich mit Reda von Kunst hatte, gedacht und gesagt, na, Kunst muss ja auch provozieren. Also Kunst kann nicht immer nur, darf nicht immer nur wohlfühlen sein. Also, und da ist natürlich dann der Konflikt so ein bisschen da, wenn man jetzt eine ganz starke Abhängigkeit zur Politik kommt und in der Vernetzung, dass man den ländlichen Raum irgendwann nur noch diese Kunst zum Wohlfühlen hat und diese provozierenden Sachen eher rauslässt, weil man Angst hat, naja, man verprellt irgendwie sämtliche Förderer bzw. Unterstützerprojekte. Weil, also, es ist so. Aber da sind wir also auch bei ganz vielen Ebenen bei der Kommunikation. Bei der Kommunikation, was soll Kunst? Die soll nicht nur touristisch attraktiv sein, sondern eben gesellschaftlich kommunikativ attraktiv. Und das andere, was der Tourismus braucht, also ich habe mich letztes Jahr gefreut, da habe ich irgendwann im Januar eine Anfrage aus Hamburg gekriegt, wo ist dieses Jahr der bewegte Wind, wo müssen wir Zimmer buchen? Das passiert, nur eigentlich bin ich nicht die diese Anfrage beantworten soll. Aber da ist ja sonst niemand. Also jetzt, der Tourismus hat den bewegten Wind noch nicht so weit entdeckt. Das ist ein anderes Thema. Aber Tourismus muss woanders hin. Ich habe auch versucht, im Landkreis Waldeck-Frankenberg sehr früh Hoteliers mit ins Boot zu holen für Events.
ganz schwierig. Und irgendwann habe ich probiert, nee, man muss die Beispiele setzen. Man kann nicht sagen, ihr habt was davon, wenn ihr eine andere Art von Tourismus macht, sondern man muss ihnen zeigen, da kommen ganz andere Leute. Man erreicht ganz andere Zielgruppen. Und nur den Einsatz, das ist das, was immer und überall das Schwierige ist, diese Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit. Für Kommunikation ist gestern, wenn wir in die Zukunft wollen, brauchen wir Strukturen zusätzlich. Wir brauchen Entwicklungsprozesse. Wenn du nur redest, dann hast du das erreicht, was du erreicht hast, gar nicht festgehalten. Das hast du erst festgehalten, wenn du Strukturen hast. Aber vielleicht ist ja Kommunikation auch mehr als nur das technische Miteinander reden, sondern es ist ja auch Vereinbaren von verschiedenen Zielen, die man vielleicht gemeinsam finden kann. Weil es gibt immer unterschiedliche Interessen da. Das ist ganz normal. Wenn sich ein Mensch mit dem anderen trifft, hat er nie das gleiche Interesse. Für mich ist es einfach wichtig zu sehen, wo will denn die Künstlerschaft hin, die vor Ort tätig ist. Ob jetzt als gerne dort wohnender Bürger oder Flüchtling aufs Land, wie auch immer, ganz egal. Es gibt ja ein Interesse, wo will der Kunstschaffende hin. Will das einfach nur schön machen, will er provozieren, was auch immer. Und wenn man dann merkt, es gibt eine Schnittmenge, die da ist zwischen dem Künstler und dem, was die Kommune auch außerhalb von diesen Geldtöpfen machen kann, das ist nämlich eine ganze Menge. Also es geht jetzt nicht darum, nicht unterstützen zu wollen, sondern Plattformen zu schaffen, zusammenzuarbeiten, zu gucken, wie kann man vielleicht auch was vermitteln. Das ist doch eine Rolle, die können Kommunen sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Diskussionen um Beträge von 100 bis 1000 Euro in einem Haushalt von 10 Millionen, wie auch schon alleine so eine Stadt wie Brandenburg hat, bringt nichts zur Haushaltssanierung. Ja. Sondern da findet man immer Lösungen zu sagen, wir haben da vielleicht einen Raum, der verfügbar gemacht werden kann. Oder. Und ich glaube, das ist dann schon auch Kommunikation. Also mehr als nur drüber reden, sondern auch daraus eine Lösung entwickeln. Sagen, wo wollen wir gemeinsam hin, wo sind Schnittstellen, wo können wir was zusammen machen. Wenn das gelingt, das bedeutet eigentlich nur, dass die Grundvoraussetzung ist, dass beide erstmal aufeinander zugehen müssen. Und das ist auch ich weiß auch nicht, ob jeder, also ich sag mal, aus meiner Erfahrung kann das ganz gut funktionieren, aber es gibt ja vielleicht auch mal eine Situation, wo der Weg des Künstlers zur Stadt gar nicht so gewollt ist. Vielleicht will er gar nicht. Kann ja auch mal passieren. Kann ja sein, da muss man auch nicht zwingen. Also, ich kenne das natürlich. Sozusagen ein Modell, wenn man einfach im Landkreis Kassel-Platz der Stadt Kassel übernimmt, wo der Oberbürgermeister der Kulturdezernent ist. Also das heißt, der Zielbürgermeister bei uns im Landkreis Kassel tatsächlich die Kulturdezernent, also die Ansprechpartner für diejenigen, die vor Ort etwas Kreatives machen wollen. Wenn wir das hinbekommen würden, wäre es ganz spannend, weil ich glaube, einige der Kollegen Bürgermeister werden dann ja, ein bisschen überrascht, was auf sie zukäme, aber wir würden auch mal ein Fähigkeitsprofil gewinnen. Ja, genau. Ein Beispiel, weil eben dieser schöne Punkt Tourismus angesprochen worden ist. Im letzten Herbst gab es eine Veranstaltung der Grimmheimer Nordhessen zum Thema, wo gehen wir denn Tourismus hin? Und die hatte das schöne Thema Storytelling. Also das heißt, wir erzählen eine Geschichte, damit wir irgendwo eine Identität auf dem weltweiten Markt der Destinationen finden. So, was macht Kunst? Nichts anderes, ne? Bilder erzählen. Genau. Also das heißt, da gibt es, also manche Dinge sind, braucht man gar nicht, man muss nur mal miteinander reden, weil man redet schon die ganze Zeit über dasselbe. Ja, du sagst, man muss mal miteinander reden, aus Strukturen, wie man das regelt. Du kennst die Verletzungstrategie, wo das dann passieren muss. Oder die brauchen einen Rahmen. Genau. Du musst die Gelegenheiten schaffen. Ja, aber nur sagen. Fabi, wir würden einen Hinweis noch geben. Den hatte ich schon vergessen. Wir haben vor 20 Jahren in Nordhessen den Kultur von Nordhessen auf die Beine gestellt. Und zwar für den ländlichen Bereich. Bewusst nicht für die Stadt Kassel. Das ist aus ganz primitiven und kleinen Anfängen entstanden. Mittlerweile professionell. Intendantin und Fallada. Ich sage das jetzt bewusst, weil ich von Anfang an dabei war. Nur, von wegen keine Strukturen. Es gibt Strukturen. Damit da kein Unfall ankommt. Wir haben im Landkreis Kassel eine Kulturdezernentin gehabt. Leider zu früh verstorben, die letzte. Referentin. Ich habe gekämpft ein Jahr lang im Kreistag dafür, dass eine halbe Stelle dafür da war. Mittlerweile gibt es auch die nicht mehr, das macht er hier so nebenbei mit. Ich sage mal so, ich meine das jetzt nicht rein. Du hast ja vorhin zu Recht gesagt, ja. Hat so viel am Mut, da kannst du frei mit beschäftigen. Manche sollten ja so die Netze. Nein. Weißt du, ich meine, ich wollte das jetzt halt nur sagen. Es gibt Strukturen und man sollte vielleicht auch weitere schaffen. Nur, ich bin die Meinung, die vorhandenen in der Zeit. Die müsste man dann, ich sage es etwas mal, so kann kritisch hinterfragen, ob die Grundintention, die mal da war, das sage ich jetzt bewusst zum Kultursommer, weil ich den mitgegründet habe, bin auch in so einem Förderverein mittlerweile da seit ein paar Jahren. Da ist die spannende Frage, du bist ja auch dabei, ob die Grundidee, die war,
Kultur in Nordhessen aufs Land zu bringen. Die ist da. Wir haben traumhafte Orte in unseren Himmel, ne? Richtig? Und auch erschlossene Orte, die jetzt früher überhaupt nie in Rede waren. Aber da ist eben die Frage, ob man da nicht noch ein bisschen mehr machen kann. Ich sage mal im Sinne von Dezentralität. Und der andere Punkt ist der, das möchte ich zum Abschluss mal sagen, ich glaube auch, dass die, ich will gar nicht sagen international, also diese europäische Arbeit in dem Projekt Royalka mal drinsteckt, in Lupina Camps, dass die gerade in der Situation der europäischen Politik derzeit reaktiviert wird. Das heißt, also wir wollten ja nicht irgendwo große Künstler zusammenbringen, sondern wir wollten Künstler auf der lokalen und regionalen Ebene zusammenbringen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das gerade in dieser Zeit und in Zukunft mal wieder ein Thema ist, was nicht nur Kunst ist, sondern auch Politik. Also ich muss die Führung mal so rein. Da geht es ja auch wirklich um die Künstler auch zusammenzubringen und zu kommunizieren. Deswegen ist es auf allen Ebenen. Aber was meinst du denn mit der Struktur? Also ich habe in dem Sinne geredet, dass wir in der Region alle Gesprächspartner, die in diesem Prozess Bedeutung haben, auch die Breite der Kunstschaffenden zu bestimmten Gelegenheiten an den Tisch bringt. So, natürlich gibt es ausreichend Strukturen in der Politik, es gibt auch bei den Künstlern Events etc., aber zum Ziel, wie machen wir es, also wie geht es gut in der Region, wie können wir entwickeln, dass man da Orte schafft. Oder mit Orte, das ist jetzt Quatsch mit Orte. Der Ort gibt ja Gelegenheiten schafft. So, das meinte ich mit Struktur. Und diese quergehenden Strukturen, die sind so etabliert, glaube ich. Das weißt du besser, aber ich bin mir was ein. Ich habe vielleicht dieses bisschen spaßige Anmerkung von Udo Spitzberger mal aufgegriffen, der Bürgermeister ist sein eigener Kulturdezernent. Sag mal, das ist vielleicht auch wirklich eine Stärke von dem ländlichen Raum, weil sie es in den Ortschaften, wo es noch eine relativ schlanke Verwaltungsstruktur gibt und der Bürgermeister einfach von Haus aus viele Hüte aufhaben muss, nicht jeder zieht jeden Hut gleichermaßen auf, aber grundsätzlich hat er einfach viel Gestaltungsmöglichkeiten und damit auch Möglichkeiten, Strukturen schlank zu etablieren. Ich glaube, das ist ja heute die Kunst. Ich sehe, was wir für Strukturen haben in allen Bereichen. Dann ist oftmals die große Geschichte, dass in den 70 Jahren Bundesrepublik in Deutschland die Strukturen entwickelt haben, die einfach so kompliziert sind, dass sich nichts mehr bewegt in der Struktur und keine Kreativität mehr möglich ist. Und da haben, sage ich mal, die kleinen Gemeinden auch echt eine Chance. Also wenn es dann diese, wie vorhin von mir dargestellt, diesen Abgleich gibt der Interessen und Möglichkeiten und man dann sieht, wo kann ein Weg sein. Dann ist der in einer kleinen Kommune auf dem Land viel schlanker, auch schneller zu realisieren als jetzt in Kassel oder in anderen größeren Gegenden, weil dort einfach jeder Künstler nur eine Nummer ist. Und bei uns ist er halt der Mensch mit dem Namen, der da wohnt, der, sagen wir mal, integriert ist oder auch weniger integriert ist, wie auch immer. Aber das geht bei uns, denke ich, viel schlanker als in der Stadt. Das ist ein Riesenfund. Wenn denn der Bürgermeister ein Ohr für solche Dinge hat. Genau. Ich denke mal, es wird, glaube ich, so 70-80% zugesperrt und 20% sind offen für, als meine Erfahrung. Aber ja, es entwickelt sich. Ja, die Highlights sitzen ja hier im Prinzip. Also Trendelburg ist ein absolutes Highlight, was die Möglichmachung von Kunstereignissen anbelangt. Wenn man die Presse verfolgt, sieht man immer wieder Trendelburg. Kunstereignisse und Hümme. Also die beiden Bürgermeister, die sowas möglich machen, sitzen hier. Eigentlich hätten die anderen hier sitzen müssen. Damit sie mal nächstes Mal. Es gibt aber noch viele, die ich da noch einreihen möchte, zum Beispiel der Grenzstandard. Also ich sehe das auch so. Man sollte jetzt gar nicht so negativ über diejenigen reden, die dann auch so nicht ganz einfache Verantwortung in der größeren Schule tragen. Nur ich denke immer, die beste Überzeugungsmöglichkeit ist, das ist ja in anderen Bereichen auch so, man muss einen Schritt vorangehen und das Beispiel schaffen. Das gute Beispiel spricht nicht hoch, ist die beste Überzeugungsarbeit, die man machen kann. Ich glaube, da gibt es ein paar und es gibt auch welche, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit sind. Das bin ich ein bisschen genau. Man definiert sich nicht über Kunst in der Öffentlichkeit, der Kollege Suter, aber es ist gar nicht das, trotzdem macht er einen Sinn. Nein, es ist immer offen für alle, natürlich. Ja, genau. Das ist das Wesentliche, ob er sich unter öffentlich zu bekennen. Genau. Kommunikation ist nichts, aber er muss offen sein. Nur wenn ich eben die Chance habe, quasi zu sagen, ich kann am guten Beispiel sehen, dass ich dann auch über das kulturelle Leben in einer Kommune etwas anderes entwickle, dann hat das so einen Mehrwert, der dann auch für andere interessant wird. Aber das andere, das ist mir sowas, bin ich persönlich dafür geeignet oder nicht. Anderes für alle. Das würde ich auch gerne anschließen. Das
zwar vielleicht auch ein bisschen unabhängig von den Bürgermeistern gedacht. Das ist ja eigentlich auch ein Prozess, der vielfach auch in den Dörfern von den Bewohnern aus eventuell gestartet werden muss. Das ist vielleicht auch ein bisschen unabhängig gedacht von den Künstlern, die damit natürlich ihr normales Gehalt verdienen möchten und die natürlich nicht mit Dorf XY fahren und auf der Ortsbeiratssitzung mal erzählen, warum wir ein Wahlkunstprojekt machen irgendwie und bezahlt denn ich auch nicht. Aber, also unabhängig davon, wenn man jetzt rein in das Aspekt der Kunst im ländlichen Raum nimmt und dann einfach von außen auch mal versucht zu unterstützen, sagen, ja, liebe Dörfer, man kann da beraten, könnte man vielleicht eher die Landkreisverwaltung bei den Dörfern auf einen zukommen, sagen, ja, wir würden da gerne, wir wissen nicht so richtig, wie können wir denn ein lebenswertes Dorf schaffen, dass wir vielleicht sowas auch mit reinbringen, ne? Dass wir dann sagen, ja, verwirklicht mit eurer Jugend gemeinsam ein Kunstprojekt. Das ist am Ende ja das, was auch aktiv gegen den demografischen Wandel hilft. Ist natürlich jetzt Aufmerksamkeit. Es sind nicht nur die Ansässigen, es muss schon auch die... Ja, wenn da von außen was kommt und man macht selber, macht mal irgendwie, es muss ja auch nicht jedes Jahr sein. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich mit solchen Sachen in Dörfer komme, denke ich mir auch, du Scheiße, jetzt wird uns jedes Jahr hier eine Kunstausstellung machen oder was weiß ich. Irgendwie. Es kann ja auch erstmal ein einmaliges Event sein und dann sagt man irgendwie, man macht aus dem Dorf was, 5, 6 Jugendliche basteln da gemeinsam ein Kunstprojekt und man lädt von außen noch 2, 3 Künstler ein. Freut sich das mit dem Basteln? Ja, also es ist jetzt, also, ich habe es nicht formuliert, ich fange jetzt als Baueinrichtung, ich nehme meinen Brunnen, dann kann ich das machen. 5, 6 Jugendliche bauen einen Brunnen, eröffnen das, diesen Brunnen und laden dazu dann irgendwie Künstler von außerhalb ein und machen daraus ein Kunstfestival. Das sind ja auch Möglichkeiten. Das ist natürlich, dass für sowas Verwaltung offen ist, habe ich absolut den Eindruck. Wenn dann ein paar Jugendliche vom Jugendclub kommen und sagen, wir möchten jetzt hier das und das machen, das da wegen 1.000 Euro nicht lang diskutiert wird, kann ich mir auch vorstellen. Aber da muss eben, es muss einmal jemand in die Dörfer gehen und muss die Ideen bringen. Und dann, dann müssen die guten Ideen, die ja zum Beispiel Stiftung Kulturlandschaft, darüber wir uns kennengelernt haben, die haben Dörfer für Kunst ein Projekt gemacht, die Geld in die Hand nehmen und dann sagen, wir finanzieren das mal ein halbes Jahr. Und das ist dann mehr Geld und dann Öffentlichkeit erzeugen, dass darüber geredet wird. Und dass das andere Dorf sagt, ach, vielleicht wollen wir doch auch mal so einen komischen Künstler. Ja. Oder ein Artist in Residence. Oder also wirklich verschiedene Ansätze, was man machen kann. Nur Best Beispiel, um es ganz kurz zu sagen. Also es geht viel um Events. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich denke, dass wir ja auch darüber reden wollen, wie ist denn das eigentlich, wie wir leben in den Ortschaften. Und durch die Präsenz und das Leben von Künstlern haben sich ja auch Orte verändert. Also ich habe hier in Fürstenwalde ehrlich gesagt noch nie ein Kunstprojekt gemacht. Ich lebe hier schon ganz lange. Trotzdem ist Kunst präsent durch mich. Also das hat irgendwie, ich glaube, dass die Leute, die hier wohnen, irgendwie die haben eine höhere Akzeptanz dafür, auch eine schöne Bildhauerin. Offensichtlich, das gibt, die macht was, alles klar. Also allein durch mein Dasein ist meine Präsenz. Und es gibt ja auch, das werden Sie vielleicht in diesen Heften auch lesen, das ist ganz interessant, es gibt Orte, die sich nachhaltig verändert haben. Und ich habe auch nicht vorhin umsonst das mit den Josef Beuys und den Beuys-Bäumen an mir gebracht, weil mich auch so eine Nachhaltigkeit interessiert. Was verändert sich denn, wenn wir auf den Dörfern leben? Nicht nur ein Event machen und wieder weggehen, was vielleicht was bezahlt und viele Anträge und so weiter, sondern wirklich dort leben. Und ein Interesse für Kulturstandorte haben. Ich sage jetzt mal aus dem Geismar, würde ich sagen, das finde ich total spannend, dieses Beverbeck-Areal. Das ist der Wahnsinn, was das für ein Kulturort ist, der liegt jetzt noch brach natürlich. Aber zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, das ist nur so ein Beispiel, dass eben Menschen, die zu Orten ziehen, dass die auch alte Kulturorte wieder neu beleben. Ich glaube, also da ist vor allem die Offenheit ist ein wichtiger Punkt. Also wir tun das. Wenn Künstler XY auf Dorf XY zieht, und wird dort offen empfangen. Ja, aber Entschuldigung, wir machen das. Die Räter machen das, die Zürichs machen das, ich mache das, die Steiners machen das. Wir haben alle, ich habe jetzt gerade die Hälfte vergessen, wir alle tragen irgendwie unsere Ideen und auch so unseren Lebensstil, Lebensentwürfe. Ja, das Haus ist ja ein Bahnhof gewesen. Das ist ja jetzt ein komplett anderer Lebensentwurf, der sich hier realisiert. Und wenn die Zwift, Entschuldigung, wenn ich das jetzt, darf ich das mal sagen, mit diesem Glaskokos da irgendwas in dem Dorf mal, das irritiert. Hier, Bormann Roth, habe ich vergessen, jetzt Cremenstein, das ist im Grunde auch
Da ist ein Ort geschaffen worden, der definiert auch ein Stück von diesem Ort. Und das finde ich so spannend. Diese Frage, können diese neuen Lebensentwürfe was Nachhaltiges verändern? Über diesen Event-Charakter hinaus. Das ist das eine, das ist toll. Windkraftkunstwerke, Entschuldigung. Das ist keine schlechte Idee. Windkraft-Putzwerke, dafür wäre ich auch. Statt diese leblichen Rotoren sollten Putzwerke in der Wiese stehen, die dann zusätzlich noch Elektrizität erzeugen. Aber ich würde da gerne ansetzen, weil das, was Sie sagten, ist ja, also es gibt ja vier Rudergruppen auf den Dörfern. Es gibt die Beständigen, das sind die Menschen, die schon immer auf dem Dorf gewohnt haben, die nie was anderes gesehen haben. Und, die auch ganz starke Probleme haben damit, positive und negative, also negative Entwicklung sehen die alle, positive Entwicklung gar nicht. Also das Bürgermeister werden wahrscheinlich jetzt fünf Beispiele im Kopf haben, irgendwie innerhalb von einer Minute, wo wir sagen, ja, das sind meistens so 60, 70 irgendwie, haben wir gegeben, dann auch dort gewohnt. Und da kann Positives passieren, das sehen sie sich. Atmosphäre. Ja, ja, genau, die bestimmte quasi Atmosphäre. Und dadurch, dass je wer von außen kommt, und ich, von außen meine ich auch die Rückkehrer zum Beispiel, das sind Menschen, die, was weiß ich, für die Uni oder für eine Ausbildung aber anders gelebt haben, die was anderes gesehen haben, oder auch Zuzügler, die komplett neu ins Dorf reinkommen und die komplett neue Lebensentwürfe mit reinbringen. Da kann, ist der Lebensentwurf hier zum Beispiel einer, da ist die Landkommune ein anderer Lebensentwurf, es gibt ja da hunderte von Beispielen, da will ich mich jetzt gar nicht einschränken. Je mehr sowas von außen reinkommt und je mehr es zugelassen wird, je mehr die Beständigen sich dem auch öffnen, desto eher kann das Dorf davon langfristig profitieren und kann auch, wird auch attraktiver für andere Zuziehende. Je mehr Zuziehende auch weggehen und sagen dann, ach naja, ich bin 3 Jahre hier drin und die sind frustriert, weil sie nicht erzählen davon, von außerhalb und sind gefrustet, weil sie eben nicht akzeptiert werden, wenn man auf einem Dorf ist und nicht mal guten Tag zu ihnen sagt oder irgendwas. Desto mehr kommen natürlich, oder desto weniger kommen natürlich die Leute von außen natürlich, wollen dort reinziehen. Also das ist Atmosphäre geben. Man zieht ja nicht ganz unbedacht in das Dorf, was man sich aus meistens so. Manchmal wird man ja irgendwie von Kanten, ach ja, da kann man ganz schön leben oder das, man fühlt sich dort wohl und wir haben ein volles Vereinsleben, was weiß ich, und das ist ja attraktiv, das schafft ja auch wiederum Attraktivität. Aber wenn diese Attraktivität nicht gegeben ist und diese Offenheit nicht gegeben ist, dann kommen die Leute auch nicht. Persönliche Nachhaltigkeit kann man nicht planen. Also man kann letztendlich Strukturen schaffen, hoffentlich, dass sie gelingen kann, indem ich halt appelliere und dafür arbeite, dass sowohl Künstler offen sind, aufs Land zu gehen und auf der anderen Seite das Land offen ist, Künstler aufzunehmen. Die beiden Punkte, da kann ich dann arbeiten. Aber ob das dann gelingt, ob ich dann nach 10 Jahren oder nach 35 Jahren sagen kann, so jetzt hat Corolla Klose mit ihrem tollen Einsatz für zum Beispiel mit dem Künstlercafé und dem Leben des Bahnhofs, das und das erreicht, das ist deine Arbeit, aber du kannst das nicht machen. Das ist Glück oder Pech. Und aber es geht um das Experiment. Ja, und da bin ich wieder dabei, das Land Experiment weiter bedeutet. Wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir experimentieren können und gerade nicht traditionell sein müssen. Ne? Das ist das Spannende. Und dieses Bild nach außen vermittelt, ich traue mich das Wort Kommunikation schon gar nicht mehr zu sagen. Aber es ist wieder. Also die Veränderung ist auf jeden Fall da. Sylt ist entstanden durch eine Künstlerkolonie. Saint-Tropez ist entstanden durch eine Künstlerkolonie. Und das, was Herr eben sagte, es gibt immer in großen Städten, abseits, in alten, verlassenen Industriedistrikten, wo es schon lange keine Arbeiter mehr gibt, weil die ganzen Firmen geschlossen sind. Da siedeln sich die Künstler an. Plötzlich ist dieser Stadtteil, wo man dachte, da muss alle Planierraupe alles weghacken, zum angesagten Stadtteil geworden und das sind dann in New York etc. die angesagtesten Orte. Also, das dazu, dass das Kunst sich verändern kann. Natürlich kann Kunst sehr viel verändern. Manchmal zum schlechteren auch für diese. In der Wissenschaft genauso. Die Wissenschaft hat viele Erkenntnisse und manchmal ist es im Alltag gar nicht reinzubringen. Das ist dasselbe. Da steht Kunst neben der Wissenschaft. Da sehen Sie sozusagen das zu individualistisch. Die Wissenschaft hat, wenn sie im Herzinfarkt erkranken, hat die wirklich was beizutragen, ob es die Nachbarin weiß oder nicht. Das sind zwei Ebenen. Ich glaube auch, man darf das nicht nur schwarz und weiß sehen. Weil dann müsste man jetzt anfangen, uns zu fragen, wann ist denn Kunst eigentlich Kunst? Und wann ist nachhaltige Kunst eigentlich messbar? Wann ist denn Kunst tatsächlich nachhaltig? Ich glaube, dass Kunst alleine von jetzt auf gleich, wenn man Kunst in einem Ort implementiert und sagt, so, jetzt machen wir Kunst, dass der Ort sich auf einmal grundlegend verändert, wird mit Sicherheit nicht passieren. Aber ich sehe genau die Chance, was Sie auch gesagt haben.
dass gerade die Probleme, die wir haben, der demografische Wandel, dass eben die jungen Leute weggehen, aber eben auch einige junge Leute hierher kommen und vielleicht auch alte Häuser mit neuen Familien besetzt werden, die unter Umständen viel offener sind. Das, glaube ich, bietet tatsächlich auch eine Chance, dass man die Kunst da auch reinbekommt. Das wird sicherlich nicht von jetzt auf gleich gehen. Aber ich weiß auch von Beispielen, wo im Rahmen von Kunstausstellungen, das war dann tatsächlich ein Event, wo aber auch in dem Rahmen Workshops für Kinder angeboten wurden, wo Kinder einfach spielerisch das Thema Kunst vermittelt wurde, was wiederum auf die Eltern Auswirkungen hatte, die auch dann überlegt haben, okay, mich interessiert das auch, was so weit ging, dass im nächsten Jahr in den Ferienspielen das Thema eingebunden wurde und der Opa mit dem vierjährigen Kind zusammen ein Insektenhotel gebastelt hat. Ich sage, das ist vielleicht in dem Moment, wo das Hotel gebastelt wird, keine Kunst, aber das ist eine Nachhaltigkeit, die durch die Kunst entstanden ist. Und das finde ich halt auch einen Wert. Und wenn ich noch ein Beispiel angebe, dem Künstler Wilhelm Lübis, der auch aus Hürn stand, als er seinerzeit gestorben war, da waren die Kunstwerke vom Keller bis ins Dachgeschoss voll. Als die Stadt auf Geisberg das rausgeholt hat, hat jeder immer gesagt, was wollt ihr mit dem Schrott? Das ist tatsächlich so. Also keiner hatte das wirklich auch valoriert. Heute gibt es eine eigene Ausstellung und wenn man jetzt einen Hümmer fragt, ja, Wilhelm Hübis war bei uns da. Also das ist aber auch ein Zeichen davon, dass sich eben auch durch die Kunst, durch die Initiative, die es im Ort gibt, die halt viele Jahre das auch gemacht haben, sich sowas eben entwickelt. Und das ist ein Prozess und der wird auch dauern. Aber ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, Kunst ist nicht berechenbar. Und auch das nächste Woche, es gibt halt einfach Dinge, die sind eher in die Experimentalkiste zuzuordnen. Und wenn man manche Sachen nicht probiert, weiß man nicht, was hinten rauskommt. Das hat aber überhaupt nichts mit Überheblichkeit oder sonst irgendwas zu tun. Das glaube ich, ist gerade das, was uns so besonders macht, was Sie auszeichnen im Gegensatz zu dem, was ich sonst in meiner täglichen Arbeit von morgens bis abends erlebe, nämlich Faktenladen, wo ich auch mit Kreativität mit umzugehen wissen muss, aber wo doch, sage ich mal, die Dinge immer ziemlich greifbar bleiben. Und wenn wir jetzt hier mal einen anderen Ansatz wählen, das ist, glaube ich, auch genau das, was Bevölkerung in weiten Teilen auch von uns verlangt. Und ich sage da auch ganz offen und ehrlich zu, ob das Quatsch ist oder gut, das werden wir hinterher sehen. Aber wenn wir es nicht machen, wissen wir es nicht. Ja, also das punktuell tauchen wir auch auf und versuchen uns auch zu integrieren und mit unserer Arbeit zu zeigen, egal ob sie jetzt irritiert oder wie sie empfunden wird, aber ich finde das auf jeden Fall die Reibung auch spannend. Aber ich finde das auch in so einem Moment super, wenn von 100 Leuten 5 nachdenklich werden. Ich finde das reicht. Das ist gut. 95 kommen nächstes Mal vielleicht. Also ich finde, man kann mit so einer Aktion dann auch nicht alle zum Nachdenken. Es geht um diesen verstörenden Moment der Nachdenken. Das kann ein staunender oder verstörender Moment sein, oder? Jetzt müssen der Ratsmann und ich auch nochmal Spielverderber sein. Wir haben es jetzt wirklich schon so auf den letzten Drücker rausgezögert, würde ich sagen, weil es eine ganz interessante und tolle Veranstaltung war. Also ich kann für mich sagen, ich komme gerne wieder. Und ja, auch gute Zusammenarbeit, Lehrer, die sich in den tollkühnen Geschäft der Politik tummeln und den tollkühnen Geschäft der Kunst, um ein anderes Wort einzubringen. Vielen Dank.